Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Nomads. Das Wetter ist mies. Aber der Helm sitzt. Dank Space-Wettertaft. Euer Ernst. Reißen wir den Scheiß wieder ab. So. Verflixt. Tja, wer schnell sein will, macht sich die doppelte Arbeit. You are in a well-fed state. Good hydration secured. Machen wir schnell ein Nickerchen. Die Energie ist so am you Boden. Well rested. Tja, ist so. Wer schnell fertig werden will, der arbeitet doppelt. Ja, der letzte Beweis hier. Mega mich einfach eine Batterie für das Zusammenschweißen verwenden. Keine Ahnung warum. Also machen wir schön weiter, Stein auf Stein. Oder auch nicht. Und jetzt haben wir wieder. Ich frage mich, ob wenn wir hier schon mal ein Podest setzen, Reihe. Es dann einfacher haben zum Platzieren und Schweißen. Andererseits müssen wir es dann auch alles wieder aufheben. Da auch Käse. Es gibt einfach keine Methode, um das Ganze zügig zu machen. So durch, fertig aus. Komm schon.
Ach. Na toll. Ich bin. Huch. Doch mal. Ah. So, rauf aufs Drahtseil. Setzen wir hier auch mal einen Blockierblock hin. Der Block blockiert. Was soll er sonst tun? Oh, das gab Fallschaden. So. Schnauze voll hier von Batterie.
Da fliegen die Funken. So. Können wir jetzt auch mal eben diese Blockade da aufheben. Natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen direkt und das bringt's ja jetzt auf. Ja, anhalten. Was ist denn hier? Sind wir so dick, dass wir da nicht durchpassen? Das kann ich ja jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Geh weg hier. Weit weg. Unglaublich. Da willst du mal ganz entspannt Umwelt verderben. Und schon kommt jemand daher, der meint, du hast nicht das Recht dazu. Aktivisten. Godillos sind Umweltaktivisten. So einfach ist das. Machen wir halt erst weiter zurück. Dann nutzen wir die Gelegenheit und gehen schlafen. You are well rested. You are in a well-fed state. Good hydration secured. Auf wieder. Es könnte besser sein, was das Fahren auf den Schienen jetzt hier angeht, so in Anführungszeichen. Aber wir wollen froh sein, dass wir die ganze Strecke verlaufen müssen. Und wir sind so mit dem Fahrzeug ungefähr
so schnell, als ob wir die ganze Zeit sprinten würden. Und dass uns die Ausdauer nicht verloren geht. Gerne der hier. Nein. Ja, so dieser Drahtseilakt. Wir nehmen und den schnellsten Weg nach unten. Haltet sich denn bloß. Niedriger hätten wir das Ganze auch nicht bauen können. Container ist ja so lobig. Noch für 11 Minuten Energie drin. So, was, wir nutzen jetzt den Bug aus, der momentan da ist. Dass wir, egal wo wir stehen, die Range haben. Fahren erstmal mit der Karre ans Ende. Zumindest bis dahin, wo wir die Blockierblöcke hingesetzt haben. Interessant ist, wenn man jetzt mal zurücksieht. Wir haben gerade mal 140 Meter von der Base weggeschafft. 140 Meter. Wir müssen 3 Kilometer Richtung Süden. 3. Hallo? Bei hier mit aufsteigen. Drei verfluchte Kilometer. 470 haben wir halt, aber ja, trotzdem irgendwie noch ein bisschen witzig. Denkst du dir so, boah, voll weit gefahren und so weiter? Ja, ne. Am Po. Ich glaube, es ist auch da hinten schon hinter dem Berg, aber wenn wir hier immer nur so mit kleinen Schrittchen vorwärts kommen. Keine 200 Meter Strecke ist.
Unfassbar. Weil man ja eigentlich mit einem Schritt einen Meter macht. Aber ein Schritt sind, glaube ich, schon zwei Blöcke hier. Drei sogar. Das ist noch so unfassbar weit. Was denn? Ja, dieses Rote ist neu. Ich habe gerade überlegt, ich möchte mal etwas für die Steam-Errungenschaften machen. Haben sie auch schon direkt. Jetzt brauchen wir wieder das Multi. Das sieht doch hier sehr nach Eisen aus. Schön. Also hier müssen wir richtig hohe Türme bauen. Oh, wei, 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 wei. Gut, dann geht's weiter. Wenn ich mir das so recht angucke, glaube ich, ist es wahrscheinlich schneller, wenn die Hovercrafts ins Game implementiert werden. Gleis bauen. Das jetzt so genau überlegt, sind solche Riesenprojekte eigentlich doch eher was für mehrere Leute. Hier wäre einem doch mit drei Leuten astrein geholfen an dem Ding. Jeder baut ein Gleis, einer baut dann oben das Vorwärtsrohr, ne? Das Fließband, Förderband, wie auch immer. Und vielleicht noch ein Vierter, der sich darum kümmert, dass die Ressourcen immer vorhanden bleiben. Beziehungsweise dass immer genug Ressourcen vorhanden sind.
toll. You are well rested. Mm-hmm. Hydration secured. Hydration secured. Man sich mal überlegt, was wir jetzt hier schon alles an Ressourcen verbaut haben. Darf man gar keinem erzählen. Und falls ihr jetzt erst dazu geschaltet haben solltet, früheren Folgen noch nicht gesehen habt, wir spielen Survival, nicht Sandbox. Und auch gleich wieder irgendwelche Viecher. Ist schon. So, seht ihr, jetzt ist die Stamina aufgebraucht. Mit dem Auto würden wir einfach kontinuierlich weiter in dieser Geschwindigkeit fahren. Beziehungsweise mit der H-Bahn.
Das ist interessant. Eigentlich hätte es mit diesem einen jetzt funktionieren müssen, da wir in der Folge vorher drei hier reingelegt haben. Oder hat das Zeug jetzt einen Spoil-Timer bekommen? Wo sind denn jetzt Damen hergekommen? Okay. Zweifelsfall machen wir uns einfach leckere Sachen auf Biopaste. Sind noch 18 drin? Verstehe ich nicht. Wo ist denn dann die Maschine vorhin ausgegangen? Guck mal, jetzt stehen hier auch 18 Stunden. Vorhin standen da nur 2 Stunden dran. Äußerst seltsam, vielleicht waren die eben, keine Ahnung, verbuggt. Einfach verbuggt. So, wir machen uns sicherheitshalber, weil wir uns hier langsam schon dem Ende des Fleisches nähern. Ich weiß, ob wir jetzt in kürzester Zeit. Welche Tiere töten? Ich meine, ein bisschen Lust hätte ich ja drauf. Denn, ja, durch die Steam-Errungenschaften. Ich sammle eigentlich ganz gerne Steam-Errungenschaften. Bei den Viechern, die jetzt kommen, da weiß ich nicht so recht. Und mit denen habe ich noch gar keine Erfahrung gehabt, weil die erst später im Spiel dazugekommen sind. Also gab es noch nicht, als wir hier angefangen haben. Als wir hier angefangen haben, vielleicht erinnert ihr euch zurück, da gab es nur die blauen Antilopen und die Affen. Und ich glaube, diese kleinen roten Hoppelhäschen. Aber diese kuhähnlichen Viecher gab es am Anfang nicht. Ich möchte lieber ein einzelnes anstatt einer ganzen Herde. Okay, war einfach. Ich glaube, das war auch in Baby. Ja, gut. Sage ich nicht nein. Dass so friedliebende Viecher sind. Bin eigentlich auch sehr friedliebend. Deswegen mag ich die Affen auch nicht. Aggro. Richtig aggro. Aufgrund dessen, was so wegetechnisch noch vor uns liegt, überlege ich tatsächlich, ob ich nicht für ein paar Tage einen Aufnahmestopp ein. Tatsächlich. Und darauf warte, dass das Hovercraft oder die Hovercraft-Sachen implementiert werden. Würden wir das Fahrzeug zurückholen. Ich meine, das können wir jetzt auch schon holen. Und ja gut, abbauen werde ich den ganzen Kram hier wahrscheinlich nicht. Dass wir dann hier einfach, dass wir können ja noch nicht mal das Gerät da hinten nehmen. Müssten wir alles wieder abbauen. Also die Gondel und so weiter.
Aber wenn wir die mit dem Hover, also per Hovercraft-Flügel Luft kriegen, das wäre ja erste Sahne. Wir brauchen ja nur den Container. Wir brauchen nur ein Cockpit dann. Brauchen die ganzen Reifen nicht, dieses ganze Gedöns, was da so rumhängt. Deswegen ist die Hovercraft-Geschichte natürlich schon sehr interessant. Da haben wir dann hier eine ganze Weile Bauprojekt sonst gemacht, aber ich kann das nur immer wieder sagen, es ist eben auch Early Access. Da muss man auch mit sowas rechnen. Ganz einfach. Wer damit nicht klarkommt, der darf es nicht spielen. So. Also meiner Ansicht nach bewegen wir uns hier genauso schnell, als würden wir zu Fuß rennen. Nur spätestens jetzt wäre schon die Stamina alle und wir müssten stehen bleiben. Gut, dann gibt es hier mal ein kleines Ruckel. Aber wir fahren weiter. Wir fahren einfach weiter. Ich weiß leider nicht genau, an welchem Wochentag das Update kommen wird. Aber ich denke, dass genau an dem Tag, wo es erscheinen wird, wir hier aufnehmen werden und gemeinsam testen werden, was es da Neues gibt, beziehungsweise wie es funktioniert, und werden uns mal hier ganz schnell dickes Hovercraft zusammenschustern. Die Ankündigungen auf der Webseite der Developer sind schon sehr vielversprechend. Und ich freue mich eigentlich auch richtig drauf. Eigentlich hatte ich mit denen gesprochen, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, dass das mit den großen Base Wheels nicht machen sollen so schnell, dann, weil sonst das Hardbahn-Projekt gefährdet ist. Aber je mehr wir hier an dem Hardbahn-Projekt rumschustern, desto mehr langweilt es mich. Es ist so eine übermächtige Aufgabe für eine Person alleine. Also klar, ihr seid alle mit dabei, keine Frage. Aber die Arbeit bleibt ja letzten Endes an mir hängen, ne? Muss man auch realistisch betrachten. Wir können uns, gut, wir könnten da unten dann das Gebiet ein bisschen erweitern. Ich glaube, das machen wir einfach mal in der nächsten Folge, dass wir hier unseren Werkshof ein wenig ausbauen noch, unsere, ja, Werkstatt einfach. Und dann schauen wir mal, dass wir hier vielleicht einen Hangar meinetwegen hinbauen können, wo die Türen nach oben aufgehen durch diese Seilwinden oder so. Das würde ich ganz gerne eigentlich auch mal ausprobieren. Und wenn das funktioniert, dann haben wir hier eigentlich was richtig Schickes stehen, schätze ich mal. Ich glaube, wir machen das lieber so. Ich werde im Offscreen gleich dann doch tatsächlich mal die Haarbahn zurückbauen. Komplett. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Garage, den Schrägstrich Hangar bauen werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es so ist. Gerne auch ein Abo, wenn ihr noch keins haben solltet. Freue ich mich auf jeden Fall auch drüber. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.